Guten Morgen. Ein kurzes Update. Man wird es kaum glauben, ich bin nicht in Kanada. Nein, ich bin in New Mexico auf dem Weg nach Texas. Yeah! Und wir sind hier auf einem Truckstop. Ja, ich habe übernachtet, wollte jetzt eigentlich losfahren und habe mich so gewundert, ich bin schon seit, weiß nicht, über einer Stunde wach, mich gewundert, warum hier so viele Autos auf dem Truckstop stehen. Da haben sie gerade mal eben die Straße zugemacht. Die Straße ist gesperrt wegen Schneefall. Und die sind da mit Schneepflügen unterwegs und räumen. Aber momentan bewegt sich hier gar nichts. Ich bin eingesperrt, ich komme hier sowieso nicht raus. Ja, so viel zum Thema New Mexico und Texas und Wärme und Sonne. Muss wohl Winter sein irgendwie. Und guten Morgen aus New Mexico. Ich habe es geschafft, ich konnte den Truckstop endlich verlassen. Hat jetzt ungefähr 3 Stunden Wartezeit gedauert nach dem Aufstehen. 3 Stunden habe ich gebraucht, um da rauszukommen. Und jetzt bin ich hier auf perfekt geräumten und gestreuten Straßen unterwegs, wie man sieht. Wenn hier nicht schon ein paar Leute lang gefahren wären heute, dann wüsste ich gar nicht, wo die Straße ist. Naja, mal zwischen den Leitplanken ist schon klar, aber. Naja, das ist irgendwie alles nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Ich muss immer dran denken, wie es am Donnerstag hieß, ey, du darfst nach Texas fahren, wie ich da innerlich gefeiert habe, endlich wieder ins Warme zu kommen. Wir haben jetzt minus 13 Grad, das gibt es doch gar nicht, minus 13,5 Grad. Als ich losgefahren bin heute Morgen, waren es minus 11, also es wird auch noch kälter, je weiter ich südlich komme. Hier ist echt verrückte Welt. Ich habe vorhin gelesen, in Alaska haben sie momentan einen Werberekord. In Alaska war es so warm wie schon lange nicht mehr. Dafür ist hier wahrscheinlich so kalt wie schon lange nicht mehr. Ist es kalt hier oder bin ich das? So, jetzt kommen wir auch noch durch so eine kleine Pissortschaft, wo man noch langsamer werden muss. Nicht, dass wir sowieso schon Zeit verloren haben. Nein. Was soll man machen? Corona. Ich bin in Corona, New Mexico. Aha. Hier kommt doch nicht etwa das Bier her? Nein. Glaube ich ja nicht. Dazu ist das Dörfchen viel zu klein. Steakhouse and Café. Hm. Ein Schneepflug. Da vorne fährt ein Schneepflug. Ist ja unglaublich. Bücherei. Naja, wenn ich hier einschneide, habe ich wenigstens was zu lesen. Ja, ich würde euch ja gerne ein bisschen Landschaft zeigen. Ich denke mal so, gerade so die ganzen Hügelchen und die Weiten, das ist sehr schön anzusehen im Sommer. Aber nicht jetzt. Nein. Schön, dass der jetzt anfängt zu räumen, wenn ich hinter dem bin. Das ist doch alles nicht zu glauben. Mann, das ist gerade alles so unwirklich, so unreal, so komisch. Im Süden der USA, in New Mexico, es schneit, die Straße ist weiß, die ganzen Sträucher hier sind alle weiß, Bäume, alles. Das ist total unwirklich. Kann mich mal einer kneifen? Das ist doch ein Traum, oder? Ist das ein Traum? Ja, das ist mein Traum, aber der war aber nicht so der Traum. Also, oh Gott. Vor allem frage ich mich, wie sie das schaffen wollen, in 300 Kilometern, die ich jetzt noch fahren muss, bis Süden, in 300 Kilometern über 20 Grad Temperaturunterschied hinzukriegen. Weil eigentlich war laut Wettervorhersage in der El Paso 10 bis 15 Grad vorhergesagt. Plus, wir haben jetzt immer noch 14 minus. Es zieht sich weiter zu und der Schnee wird wieder mehr. Es könnte doch so schön sein. Ist es aber nicht. Es könnte ja so warm sein. Ist es aber nicht. Ich hab Schneekoller. Hilfe, ich hab Schneekoller.
wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo noch mehr Schnee her. Und schon klingelt wieder das Telefon. Ach Mann. So, jetzt bin ich verwirrt. Hier stand ein Schild. So eine Inspection Station oder vielleicht sogar eine Waage. Alle Trucks sollen raus. Nee, hier ist das. Die Schweine, hier ist das Schild All Trucks Exit. Darunter steht Closed. Aber darüber, davor waren jetzt mehrere Schilder, da stand unten drunter Open. Und ich habe echt gedacht, die haben jetzt offen hier und machen hier Inspektionen. Gibt's ja gar nicht. Hat sich irgendeiner Scherz erlaubt und hat das auf offen umgedreht. Oh Mann, Schreck in der Morgenstunde hier. Ja, wie man sieht, Wetter hat sich gebessert. Aus dem Schnee ist jetzt Eisregen geworden. Yeah! Und weiter geht's, immer geradeaus. Also das fällt ja langsam sogar echt mir schwer zu glauben. Das ist jetzt ungefähr 10 Minuten nach dem letzten Video, wo es so diesig war und der Eisregen war. Und jetzt ist hier nicht mal mehr Schnee. Und die Straßen sind frei. Es ist zwar noch bedeckt, aber irgendwo muss da jetzt so eine Wetterscheide gewesen sein oder irgendwas, dass da ab da plötzlich es besser wurde. Jetzt sind es auch nur noch minus 4 Grad. Es wird auch deutlich wärmer jetzt von Kilometer zu Kilometer. Komisch. New Mexico beeindruckt mich ja langsam ein bisschen. Ich hoffe, das ist ja nicht immer so. Ein kleiner historischer, geschichtlicher Fakt. Wir sind jetzt südlich von Alamo Gordo, New Mexico. Und hier rechts von uns, das ganze Gebiet ist riesengroß. Das gesamte Gebiet nennt sich die White Sands Missile Range. Und die Weißer Sand Raketenbasis hat seine historische Berühmtheit erlangt, weil hier nämlich die allererste Atombombe getestet wurde. Und seit ich das jetzt weiß, jucken mir irgendwie die ganze Zeit die Haare. Aber ich glaube, ich brauche einfach mal eine Dusche. Vielleicht kommen ja hier irgendwie so dreiarmige oder einbeinige irgendwie aus den Gebüschen raus, so zombie-mäßig auf mich zu. Vielleicht wohnen die auch in den Häusern da drüben, keine Ahnung. Naja, erster Atombombentest der Geschichte. Fand genau hier statt. Vermutlich nicht so ganz dicht am Highway hier, aber vielleicht gab es den Highway damals auch gar nicht, keine Ahnung. Wenn der nicht mal ein bisschen schneller fährt, dann muss ich den jetzt überholen. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ja. Was soll's. Kommt einer mit Pilze suchen? Hier gibt es bestimmt Pilze. Atompilze. Hier und genau aus so einen Häusern kommen dann die verstrahlten... Zombies. Genau. Das sieht alles mächtig verlassen aus hier, aber das ist nicht verlassen. Und teilweise stehen ja hier Autos und wird irgendein Krempel verkauft. Ja, hier möchte ich auch nicht leben. Hier, schön, Campingplatz links. Schöner, netter Campingplatz. Now, ladies and gentlemen, we are approaching El Paso, Texas. Oder auf gut Deutsch, wir sind da. Was für eine lange Fahrt. Merkt man erstmal, wenn es so unterwegs so ein bisschen so wettertechnisch und verkehrstechnische Probleme gibt, dann kommt einem das Ganze viel länger vor.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich nach Texas fahre und ich war ja sogar schon viel weiter südlich in Texas. Aber das war doch jetzt irgendwie eine sehr lange Reise. Aber wir haben es geschafft. Der Truck, der Kenny, die Ladung und ich haben es alle zusammen geschafft. Jetzt muss ich bloß noch den Kunden finden, ausladen. Dann denke ich mal, wird es das für heute gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ich heute noch eine Rückladung bekomme. Und dann suche ich mir den nächsten Truckstop, der ist nicht allzu weit weg. Und dann war es das für heute, denke ich mal. Mal sehen. Ja, wie man sieht, wettertechnisch leicht behangen, verhangene Wolken, verhangene Berge, Quatsch. 2 Grad plus. Ja. Richtig froh, wenn ich da bin heute. Hat ein bisschen was von den Pyrenäen in Spanien, finde ich. Sieht da manchmal auch so ein bisschen so aus. Nur nicht ganz so breite Straßen und nicht ganz so viele Autos. Vor allem nicht so eine Autos. Arriba, andale, andale. Ich glaube ja, das wird jetzt nichts mit dem Video, aber das ist ja gerade mal so gigantisch. El Paso liegt mir zu Füßen. Ich tauche mit 8% Gefälle einen Berg hinab. Edmund quatscht wieder dazwischen. Das ist so genial hier. Woohoo.